Ja gut, wir sind jetzt 8 Monate keine Rennen mehr gefahren. Das letzte Mal in Oschersleben, wo ich meinen Titel holen konnte im Chevrolet Cruze Eurocup. Und da bin ich natürlich heiß wie Frittenfett, endlich mal wieder auf die Rennstrecke rauszufahren und um Siege zu kämpfen. Das musste jetzt leider verschoben werden wegen der ausgebrochenen Corona-Pandemie auf Mitte Juli am Salzburgring. Mir macht es natürlich immer viel Spaß, euch mit Videos von Rennen vergangener Saison bestens zu unterhalten oder mit Berichten, mit Fotos, euch so ein bisschen den Motorsport einfach näher zu bringen und ein bisschen näher ranzuholen und auch mit euch zu kommunizieren oder auch jetzt mit dem aktiv laufenden Gewinnspiel, wo ihr eine Renntaxifahrt gewinnen könnt mit mir zusammen am Spreewaldring. Aber letztendlich möchte man natürlich als Rennfahrer wirklich in der Meisterschaft um den Sieg und um den Titel fahren. Und das ist ja auch letztendlich, warum wir halt eben den Sport so lieben und halt eben auch ausüben. Ja gut, der Salzburgring hat natürlich eine lange Rennsporthistorie. Also die fahren da schon seit den 70er Jahren. 1969 wurde die, glaube ich, eröffnet. Zwischendurch ist auch mal die Tourenwagen-Europameisterschaft gefahren. Jetzt starten wir dort mit dem Chevrolet Cruze Eurocup und für mich ist die Rennstrecke also komplett neu. Ich bin da bisher noch gar nicht gefahren. Ich habe mir jetzt bisher ein paar Videos mal angeschaut. Also die sieht relativ flüssig aus und schnell, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Autodrom Krupnik in Kroatien, wo ich letztes Jahr auch recht erfolgreich war und an beiden Renntagen aufs Podium fahren konnte. Und da freue ich mich also schon sehr drauf. Gut, das wird jetzt natürlich dieses Jahr ein bisschen schwieriger als letztes Jahr mit 10 permanent eingeschriebenen Fahrern, mit vielen Neulingen, wo sich halt erst noch zeigen muss, wie gut sie halt letztendlich sind. Für mich ist es halt persönlich wichtig, mich in den Punkten zu verbessern, wo ich letztes Jahr einfach noch zu viele Fehler gemacht habe, dass ich mich einfach noch ein bisschen schneller auf neue Bedingungen anpasse, wenn das jetzt in manchen Streckenbereichen schon trocken ist, während es in anderen nass ist, dass ich schon frühzeitig erkenne und noch früher anfange zu pushen und dort einfach noch ein bisschen mehr Zeit gut mache, dass ich einfach noch ein bisschen intensiver in die Zweikämpfe reingehe. Und das ist aber auch einfach erforderlich. Man muss sich verbessern, sonst bleibt man letztendlich stehen. Ich möchte dieses Jahr meinen Titel verteidigen. Ich möchte euch natürlich auch bestens unterhalten mit wirklich leidenschaftlichen Zweikämpfen. Und ja.